Die Adventszeit hat begonnen und somit auch das Plätzchenbacken. Aber welche sind eigentlich die beliebtesten Weihnachtskekse der Deutschen? Erstens, Vanillekipferl. Vanillekipferl sind die Plätzchen, die die Deutschen am liebsten essen. Nach einer Civi-Umfrage im Auftrag des Lebensmittelverband Deutschland e.V. werden Vanillekipferl in Bayern am liebsten gegessen. Zweitens, Mürbeteigplätzchen. Mürbeteigplätzchen sind die Kekse, die in Deutschland am liebsten gebacken werden. Mit knapp 35% sind die Mürbeteigplätzchen das Lieblingsgebäck der Brandenburger. Drittens, Zimtsterne. Die Zimtsterne haben es nicht auf den ersten, sondern auf den dritten Platz der Kekse geschafft, die dieses Jahr noch gebacken werden. Am liebsten werden sie mit 35% in Baden-Württemberg gegessen. Die Umfrage hat außerdem ergeben, dass es große Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt. Die Spitzenreiter in der Altersklasse zwischen 40 und 49 Jahren sind Vanillekipferl. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind Kokosmakronen und Lebkuchen die populärsten Weihnachtsgebäcke.